Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium ist sprachlich ein bisschen anstrengend, aber auch hochinteressant. Man könnte eine lange Abhandlung über die Sprache, die hier verwendet ist, schreiben. Das werde ich jetzt nicht tun. Das wäre ein bisschen zu langweilig und würde auch vielleicht für den Alltag nicht so viel bringen. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es hier etwas, was ich eigentlich erst heute entdeckt habe und was sehr erstaunlich ist, also für mich zumindest. Wir hören, dass dieses Evangelium, das ist noch vor dem Tod Jesu, also die Geschichte, nach dem Verrat, den Judas in seinem Herzen beschlossen hat. Wir hören als einführenden Satz, dass Judas hinausgegangen war. Und dann erzählt Jesus zwei Dinge über seine Verherrlichung. Und das Zweite, worüber ich heute sprechen möchte, sein neues Gebot, dass wir einander lieben sollen. Und für mich ist es eine sehr wichtige Sache, dieser Auftrag Jesu, dass ich Menschen lieben soll. Und Jesus erklärt sogar, wie man das machen soll. Er sagt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Es ist eine gute Frage, wie Jesus seine Jünger liebt. Und man könnte da auf Verschiedenes schauen, aber für mich ist es einleuchtend, heute auf den Judas zu schauen, weil der im Evangelium vorkommt. Und das ist, was mich in Staunen ein bisschen versetzte, weil Gott ist einer, der jeden Menschen liebt, also auch Judas, den Verräter. Wie liebt Jesus also diesen einen Jünger, der sein Leben mehr oder weniger weggeworfen hat? Er bewahrt ihn nicht vor dem Untergang, also anscheinend, weil wir wissen, dass auch aus den Evangelien, dass Judas dann an dem Ganzen zerbrochen ist und sich das Leben genommen hat. Wie ist also diese Liebe Gottes, wenn sie die Jünger Jesu nicht einmal davor bewahrt, dass ihr Leben scheitert, dass sie sich ihr Leben nehmen? Wie kann das sein, dass Gott trotzdem einen Menschen liebt, wenn es anscheinend nicht so große Auswirkungen auf seine Jünger hat? Ich finde diese Frage sehr interessant und die Antwort darauf ist noch interessanter. Also für mich, das, was ich gefunden habe, vielleicht auch für euch. Weil Jesus hätte die Möglichkeit, Judas da aufzuhalten, dass er nicht hinausgeht, dass er ihn nicht ausliefert, obwohl Judas schon diesen Verrat in seinem Herzen irgendwie beschlossen hat. Jesus könnte ihn festhalten und sagen, nein, bleibe bei mir, weil sonst wirst du zugrunde gehen. Die Liebe Jesu ist eine ganz andere, eine zarte, eine Liebe, die nicht festhalten will. Eine Liebe, die für die meisten Menschen unbegreiflich ist, weil sie seine Jünger, uns Menschen, nicht vor dem Fall bewahrt. Jesus lässt Judas machen, was er machen soll. Und trotzdem zeigt sich, indem wir ihn behandelt, die Liebe Gottes, eine, die überhaupt nicht festhält. Er lässt ihn diesen Raum verlassen, diesen geschützten Raum, weil es die Wahl Judas ist. Er entschließt sich frei, das zu tun, was er getan hat. Und ich glaube, Jesus hat es sehr geschmerzt, als er den Rücken Judas gesehen hat, wie er aus dem Raum hinausgeht, wie er sie verlässt, wie er sich in einen Raum des Todes begibt letzten Endes. Und trotzdem lässt er ihn das machen. Ich glaube, sehr viele von euch werden verstehen, was ich meine. Die meisten werden Kinder haben. Und wenn Kinder falsche Entscheidungen treffen, das ist so ein ähnlicher Schmerz, glaube ich. Also ich habe keine, ich erzähle euch immer Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie das ist.
Weil ich habe auch in meinem Leben erlebt, wie einige meiner Freunde wirklich die blödesten Entscheidungen getroffen haben, die manche von ihnen sogar das Leben gekostet haben. Und da zuzusehen und den Menschen auch zu lieben in dieser Situation auf eine gute Art und Weise, ist schwierig. Und ich möchte nicht sagen, dass ihr jetzt davon absehen sollt, eure Kinder vor dem Schlechten zu bewahren. Oder eure Enkel oder eure Freunde. Manchmal geht das gar nicht. Aber es geht darum, wie Jesus zu lieben. Dass wir einander lieben, wie er das gemacht hat, ohne jemanden festhalten zu wollen. Weil, wenn man jemanden umarmt, kann man ihn auch zerdrücken. Ich hatte früher einen Hamster, als ich so, glaube ich, 8 oder 9 war. Ja, und es war ein niedliches Tierchen. Und irgendwann kam seine befreundete Familie zu uns mit 2 kleinen Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie sie hießen. Und wollten unbedingt mit meinem Hamster spielen. Ja, soll man machen. Man gibt's her. Nur leider, das größere Mädchen hat einen Hamster so lieb gehabt, dass sie ihm alle Knochen gebrochen hat. Das Tier hat 2 oder 3 Tage noch schwer geatmet und dann war es tot. Und Gott ist auf keinen Fall so einer, der uns mit seiner Liebe erdrücken will. Er lässt uns die Freiheit, zu fehlen, zu sündigen, dumme Entscheidungen zu treffen. Und er ist immer da und wartet in diesem Raum, wo er sein letztes Abendmahl gefeiert hat. Er wartet auf mich und auf dich. Und dieser Raum ist stärker als der Tod, den wir manchmal in unserem Leben wählen. Aber für mich ist es ein wichtiger Hinweis, wie ich andere Menschen lieben soll. Nicht erdrücken, zart sein und nicht daran verzweifeln, dass der andere manchmal die schlechtere Wahl trifft, sondern für ihn da zu sein, so wie es mir oder dir möglich ist. Es ist ganz schwierig, dahin zu schauen, wie Jesus diesen Judas liebt, weil in mir schreit auch alles auf. Warum hältst du ihn nicht auf? Das ist eine natürliche Reaktion, glaube ich. Keine schlechte sogar. Den anderen vor dem Bösen bewahren zu wollen, ist was Gutes. Aber Jesus wählt einen anderen Weg. Er lässt ihn machen. Und indem er Judas so liebt, kann er aus dieser einen wirklich schlimmen Entscheidung, die er getroffen hat, also Judas, dass er Jesus verraten will, dass er ihn ausliefert, ist das Heil für alle Menschen entstanden. Auch für den Judas. Wir wissen nicht, was mit ihm nach dem Tod geschehen ist. Das ist eine sehr alte Tradition und Überzeugung der Kirche. Man spricht manche Leute heilig, also man ist davon überzeugt, der ist vollendet. Umgekehrt tut man es nicht. Es gab sogar Theologen, die behaupteten, am Ende der Zeit, wenn Christus wiederkommt, werden alle erlöst. Sogar die gefallenen Engel, sogar der Satan wird wieder zu Gott hinfinden. Es ist äußerst fragwürdig, ob es so sein wird, aber spekulieren kann man schon darüber. Weil die Liebe Gottes ist viel größer als meine und deine Vorstellungen. Ich sage nicht, dass es so sein wird. Dieser Origenes, der das behauptet hat, ist dann auch irgendwann Heretiker geworden. Aber das ist eine Überlegung wert. Wie stark ist die Liebe Gottes? Und in der Folge, wie stark kann meine Liebe sein? Wie sehr kannst du den anderen lieben? Wird dich das, dass es ein vielleicht schlechter Mensch ist, dass er schlechte Entscheidungen trifft, dich davon abbringen, ihn zu lieben, sie zu lieben? Oder wirst du versuchen, wie Jesus zu sein? Einfach weiterhin
das Gute für den Menschen zu wollen, ihm das Beste zu wünschen, ihm das Gute vielleicht ermöglichen, wo es möglich ist. Judas war wirklich ein armer Tropf. Er hat blöde Entscheidungen getroffen und trotzdem sein ganzes Leben war von der Liebe Jesu getragen, der Liebe zu ihm. Und ich darf es hoffen, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht, wenn ich eines Tages sterbe, werde ich den Judas an der Seite Jesu antreffen. Vielleicht. Vielleicht hat die Liebe Jesu sogar das geschafft. Das weiß ich nicht. Davon berichten auch die Evangelien nicht oder die Bibel. Aber das ist eine schöne Vorstellung für mich, dass Gottes Liebe alles verwandeln kann. Sogar wirklich das Schlimmste in uns und in den anderen. Und so ist es vielleicht auch nicht so schwer, dann die anderen zu lieben. Weil das ist eine Entscheidung, die du triffst. Dass ich für den Menschen jetzt hier sein will, dass ich ihn lieben will, obwohl er vielleicht diese Liebe nicht wert ist, obwohl er sie nicht verdient, dass ich ihm Gutes will. Ich lade euch dazu ein, diese Woche vielleicht solche Entscheidungen zu treffen, wo vielleicht manche ein bisschen schwierig sind, dass man sie liebt. Dann versuche auf Jesus zu schauen, wie er mit Judas umgegangen ist. Und versuche so zu lieben, wie Jesus diesen Judas geliebt hat oder andere seine Jünger, die waren auch nicht ganz perfekt. Das wünsche ich euch für diese Woche.